Namaste, Namaste, Namaste. Hallo zusammen. Heute zu einem kleinen Teaser über die Impfspektion. Und wir haben da ein Hintergrundvideo gemacht, Impfspektion 2, das wir aber auf unserer Homepage www.marcocaimi.ch fast zeitgleich aufladen oder aufschalten. Etwas mehr Hintergründe über die neue medizinische Maßnahme, die ja gewisse Staaten als mandatory, als verpflichtend einführen wollen. Ein kleines Gusto-Macher. Die Frankfurter Rundschau hat eine Studie aufgegriffen, die im Circulation Research Journal peer-reviewed ist, also nicht pre-published, nicht vor Abdruck, sondern peer-reviewed, also von Fachleuten auch unter Augenscheinnahme genommen wurde. Und die schreiben da, Spike-Protein allein reicht aus, um Covid auszulösen, vor allem Blutgefäße nehmen Schaden. Jetzt, was diese neue medizinische Maßnahme macht, ist ja, dass der Körper versucht, eben dieses Spike-Protein zu produzieren, damit er dann eben auch Antikörper gegen dieses produzierte Spike-Protein bilden kann. Und wenn man das einen Moment lang setzen lässt, oder? Dann die Zürcher würden sagen, checkst du Böck, oder? Also das werden wir dann eben auf dem marcocaimi.ch Homepage Video weiter verfolgen. Also renommierte Zeitschrift, die das gebracht hat, und die Frankfurter Rundschau, nicht unbedingt subversiv, sondern eindeutig Mainstream-Presse, hat das interessanterweise aufgenommen. Trotzdem noch ein paar Dinge heute, bevor ihr auf den anderen Kanal schaltet. Nicht Kanal 2, den dürft ihr weiter abonnieren, sondern das wäre ja auch unsere Gastgeber-YouTube-Plattform. Die wollen wir jetzt hier nicht überfordern, sondern wir gehen dann auf marcocaimi.ch ganz friedlich und freundlich miteinander spazieren. Also abonniert unseren Newsletter weiterhin, das würde uns freuen. Das habe ich schon gesagt, da ist dann die Impfspektion 2, also das wirkliche Video drauf. Wir haben aber auch immer wieder eigene Blogs oder auch interessante Artikel, die wir finden in der weiten Welt des Publizismus, die wir da aufschalten. Ebenso auf unserem Telegram-Kanal, dort schalten wir zwar auch unsere Beiträge hoch, weil da hat auch unser Gastgeber YouTube Freude, wenn da über Telegram jemand auf ein YouTube-Video kommt, dann zählt das auch in der Statistik von YouTube. Wir haben aber auch andere Produkte drauf, wie ihr zum Beispiel gerade seht, diese ganze Geschichte um die Resolution 2361 vom Europarat über die Ethik des Impfens selbstverständlich. Und es ist ja Sommer, weiße Farben, rote Farben, Caps. Unser Shop, checkt den mal, weil für all das, was wir hier machen, brauchen wir ja auch etwas wie Schmerzensgeld, dass wir das alles noch aushalten. Und Schmerzensgeld werden transportiert, völlig ökologisch, ohne Strom, ohne Benzin, durch unsere Haupttransporteure, nämlich die Kröten, die dann dieses Geld auf ihre sogenannten Krötenwanderung zu uns transportieren. Auch ein sehr gutes Training übrigens im Bereich Loslassen, nicht? Also Klaus Kobiol, der preisgekrönte Seminartrainer und Hotelier des Schindlerhofs in Nürnberg, hat ja mal etwas gesagt, das ich äußerst weise finde, gerade in diesem Zusammenhang. Geld ist wie Mist, es bringt nur etwas, wenn es auf dem Felde liegt. Also loslassen und unseren sensationellen YouTube-Kanal düngen, das ist doch mal eine Anregung für die Sommertage, weil ihr wisst, das ist so, ich werde mich nicht mehr ändern, mein äußerst aufwendig luxuriöser Lebensstil braucht diese Transporteurkröten selbstverständlich. Weil sonst wird dieses ganze System hier natürlich völlig Schiffbruch erleiden, und das wollen wir doch eigentlich alle nicht. So, trotzdem noch zwei, drei Highlights.
Hersteller, Tagesschau, Hersteller beantragen Zulassung, dritte Impfdosis von BioNTech. Pfizer war irgendwie bis vor ein paar Monaten auch reine Verschwörungstheorie, oder? Und auch die Bild hat das schon mitbekommen, dritte Dosis doch schon früher nötig. Eieieiei. Bisher wird mit mRNA-Vakzinen für größtmöglichen Schutz, absolut, zweimal geimpft, jetzt braucht es schon ein drittes Mal. Und auch interessante Artikel gibt es im European Forum for Vaccine Vigilance, und zwar über den Elektromagnetismus von geimpften Personen. Das schauen wir dann auch, ob das absolut, das riecht ja förmlich nach Verschwörungstheorie. Wir werden das aber anschauen auf unserem Video dort, was daran liegt. Aber die Geimpften, die sogenannten Impflinge, die sind berechtigterweise, das ist ja auch eine heroische Geschichte, da zweimal den Delta-Muskel hinzuhalten. Es gibt jetzt Trend-Accessoires, Impf-Buttons. Ich bin geimpft, aber ich finde das auch richtig, dass da auch Pfizer, weil die verdienen ja praktisch nichts an diesen Impfungen, dass die da wenigstens über Merchandising ein bisschen zu ihrem Handkuss, zu ihrem finanziellen kommen. Also, wenn ihr geimpft seid, Krötenwanderung zu unseren Pfizer-BioNTech-Freunden nach Zürich und nach Mainz an die Adresse an der Goldgrube 12 in Mainz. Dort ist der Sitz von BioNTech. Also auch das ein weiteres Loslasstraining, selbstverständlich. 500 Euro Prämie fürs Impfen, ja, also wenn es nicht günstiger geht, oder? Da kann man ja nur noch sagen, wie in Afghanistan, rette sich wer kann. Und auch unsere Freunde vom Schwarzen Block, die Antifa, entpuppt sich als äußerst kreativ. Also ihr seht, ich bin nicht einfach der Kapitalist, auch die machen Merchandising, Pandemie und trotzdem da durchgeimpfte Antifa. Das ist doch mal ein Wort, und das gibt uns und Klausi Mausi Schwab doch Mut, dass wir wirklich nochmals von vorne die Geschichte neu schreiben können, wie sich das gehört. Shot, we need a great reset. Ich muss jedes Mal trotzdem mich amüsieren. Niklas lacht schon, wenn der nur den sieht. Oder? Also, wechselt auf marcokarimi.ch, einfach in den Büffel reinklicken, dann kommen die Videos, und dann ins Video klicken, weil die Leiste unten, die ist je nach Maschine da nicht immer auffindbar, dann bekommen wir wieder die Mails. In diesem Sinne, alle Macht dem Souverän, hinterlasst einen Daumen, hinterlasst ein Abo. Den Rest habe ich euch schon empfohlen, bleibt uns gewogen. In diesem Sinne, salut zusammen, adios, adodos.